Nee, da ist keine Höhle. Wer weiß, was das wie. Wer weiß, was da schon los ist. Wahrscheinlich wird damit einfach der Gitterhöhle gemeint. Oh, Zombies, hallo. Die Waffe hat gerade so schön rumgebackt. Was ich mal machen werde, wenn ich ein Spiel habe oder ein Spiel entwickle, jemals irgendwann in 10 Jahren, dann werde ich das wahrscheinlich so machen. Wie gesagt, wenn ich das mal machen würde, werde ich mir wahrscheinlich im Spiel verewigen. Weil ich denke mal hier, dass die Entwickler sich auf den Friedhöfen, weil es stehen immer etliche Namen mit irgendwelchen Kommentaren dazu. Und da haben die sich wahrscheinlich verewigt. Und sowas würde ich wahrscheinlich auch machen. Das hat doch was, so als Entwickler sich in seinem eigenen Spiel zu ewigen. Wobei, also ich wäre wahrscheinlich eher dafür, dass ich mir so einen NPC mache, der einfach ich bin oder einfach ich selber ist, mit dem Namen und sowas, der einfach so ein paar Dialoge spricht. Der ist beispielsweise nicht storylastig, der ist einfach bloß da. Das wäre eigentlich richtig cool. Oder nee, so eine Kneipe. Und da wäre beispielsweise das komplette Entwicklerteam wäre dann da drinnen. So halt als NPCs. Sowas wäre richtig nice, wenn man sowas machen würde. Habe ich gerade auf den Dings gedrückt. Auf Karte. Und da ist mir eingefallen. Ich kann die Karte ja während des Laufens nicht aufrufen. Erstens mal das und zweitens, die Karte hier ist ja nicht so eine große Gebietskarte, sondern er muss sie ja extra rausholen und so. Oh. Ach Scheiße. Wo hab ich... Oh, ich habe in der Einhöhle gespeichert. Ganz toll. Oder vor der Einhöhle. Ich kann ja nicht ahnen, dass da 4 von den Viechern da jetzt rumstehen. Scheiße, scheiße, scheiße.
So, nochmal speichern. Oh, da läuft man jetzt einen Schritt und dann kommen schon 10 Echsenmenschen. LOL! LOL! Alter, sag mir nicht, du hast nicht dein Ernst, oder? Das ist doch alles nur Gerede, Reisdorf. Wird sich das jemals ändern? Keine Ahnung, sag du es. Dann auf zur Taverne. LOL, wie ging jetzt das? Da heile ich mich und auf einmal teleportiere ich mich gleichzeitig zum Onas Hof und heile mich noch klar zu dem. Jetzt habe ich keine Heilungen mehr. Super! Sub-Eres. Suppenmensch. Ensch. Und so. Okay, mir ist auch kein Drachenei. Wo ist denn das noch? Das letzte. Oder eher gesagt nicht das letzte, aber das von denen hier. Hä, sonst war doch hier immer irgendwo eins. Ach, da hinten liegt es. Drachenei. Wie viele habe ich denn jetzt schon? 11 Stück. Oh, das ist ein Ochs. Orkische Kriegsherr, okay.
Ja, das gucke ich erstmal. Nach dieser Höhle. Warum ist da bitte ein Troll? Wo waren hier nochmal die Höhle? Ach, komm, schlafe ich mal schnell. Okay. Boah, jetzt kann ich gerade gar nichts sehen. Also wenn ich gerade orientierungslos rumrenne, dann einfach weil ich gerade nichts sehen konnte. Ich kann mich doch noch erinnern, dass hier eventuell welche, dass hier doch welche waren. Oder war das woanders? Okay, in der Höhle sind die mal nicht. Aber dann werde ich jetzt dann erstmal zu Kronos gehen. Ich werde, denke ich mal, ich werde auch die Klaue Saturas geben, wenn ich dann schon mal da bin, weil ich will sie nicht mehr verwenden wollen. Und ich muss sagen, die erleichtert einem irgendwo nur das Spiel wegen diesem Extraschaden da. Weil ich warte echt, bis ich immer eine bessere Waffe habe als die und dann tue ich sie weg. Weiß gar nicht mal, ob ich hier noch eine... die Quest habe, die Klaue Belias. Nope.
Wow, meine Fackel. Die brennt nicht mehr. Er macht zumindest kein Licht. Ach, jetzt macht sie wieder Licht. Wir finden jetzt. Wieso reagiert meine Maus jetzt so scheiße? Hey. Kannst du... Ich kann dich in der... Lehre mir... Was willst du? Ach, Mana-Essenzen. Brauche ich eigentlich jetzt nicht. Ah, Kronos. Hey. Lass... Saturas. Ich habe die Gefangenen befreit. Sehr gut. Mögen sie wohlbehalten in ihre Heimat ankommen. Nimm die Klaue Belias und vernichte sie. Wie du willst, mein Sohn. Gib sie mir. Auf dass sie nun keinen Schaden mehr anrichte, werde ich sie in den Tiefen des Meeres versenken. Adanos Weisheit wird über sie wachen. Okay. Was werdet ihr nun tun? Wir bleiben hier und verhelfen dem Tempel wieder zu Glanz und Größe. Allzu lange schon verweilen seine Mauern in diesem beklagenswerten Zustand. Okay. Adanos. Dann auf ein Wiedersehen. Saturas. Oh, der auch nochmal eindringen. Wo sind meine Fackeln? Ich will sie haben. Da sind meine Fackeln.